Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya. Ihr geht's gerade nicht ganz so prickelnd, würde ich behaupten. Deswegen kümmern wir uns vielleicht auch einfach mal erstmal um ihre Probleme. Oh mein Gott. Und um die Probleme der Kuhpflanze. Ah, nicht Kuchen essen. Stopp. Füttern bitte. Oh, sie hat crazy Beinbehaarung auf jeden Fall. Aber wie wir ja gesagt haben, sie ist jemand, die darauf achtet, dass sie sich rasiert. Nicht, dass Beinbehaarung in irgendeiner Form schlecht wäre oder schlimm wäre oder so. Ich habe auch welche. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Dann machen wir vielleicht ein paar Kochbananen und hoffen, dass wir nicht wieder alles in Brand stecken. Gar nicht mehr. Ah. Kannst du dich erstmal selbst löschen? Das ist, glaube ich, nochmal wichtiger. Okay, das hat auch aufgehört. Ah. Kann nicht mehr. Ah. Jetzt muss ich das bezahlen. Jetzt sind wir wieder an einem Punkt. Waren wir nicht letztes Mal bei dem Geld gestartet. Ich heul. Sie wünscht sich übrigens, mit Luna auf ein Date zu gehen. Hat sie ihr Essen auch noch verbrannt? Oder was? Sah zumindest jetzt nicht so appetitlich aus. Ne, geht. Level 2 der Kochfähigkeit, sag mal. Ja, Girl, vielleicht solltest du dir was anderes anziehen. Ist mir klar, dass das ein bisschen frisch ist. Und danach rasierst du dich. Die arme Maus, ey. Irgendwann werden wir auf 10.000 Simoleons kommen und dann wird alles besser werden, hoffentlich. Es brennt! Yeah, es brennt! Heule! Adrenalinjagend ist schon ein bisschen witzig. Ich meine, wir können sie ja mal einladen. Und dann können wir sie ja fragen, ob wir ein Date haben wollen. Vielleicht läuft sie auch diesmal nicht davon weg. Ich meine, letztes Mal hat sie uns zumindest gestanden, dass sie uns mag. Oh mein Gott, eine Pflanze. Tschüss. Noch 7 Tage. Dann ist Frühling und dann kriegen wir auch auf jeden Fall mehr Geld. Hi, Girl. Kannst du bitte nicht da reingehen? Wir jammern erstmal um unser unfaires Leben. Ersten Kuss erleben. Oh, ja, ja, weiß er nicht. So, wir bitten um eine Verabredung. Wohin geht sie jetzt, hä? Why? Sie will nicht? Keine mehr, das ist doch alles scheiße. Vielleicht, wenn wir einfach mal einen mutigen Anspruch machen. Ich meine, mutig sein ist vielleicht vorteilhaft. Okay, das waren sie auf jeden Fall mal gut. Vielleicht will sie auch einfach nur nicht so ganz in der Öffentlichkeit damit gesehen werden. Vielleicht, wie gesagt, hat sie ein paar Problems mit ihrer Sexual Orientation. Sagen wir, dass wir sie mögen und dass sie gut aussieht. Bah, hallo? Ja, rumschmusen. So sehe ich auch. Warum geht sie immer? Zeigen wir ihr unsere Muskeln? Oh mein Gott! Sie ist irgendwie noch nicht so ganz ready, ne? Was ist mit ihr denn jetzt? Warum beleidigt sie sie? Stopp. Stopp. Entschuldigen. Ich möchte das nicht. Absolute Verehrung. Die ganze Zeit auch nichts Besseres zu tun. Sie geht immer weg. Was soll das? Ich finde das voll nicht in Ordnung. Wir führen hier eine Conversation. Guck mal, sie sagt dann mal ja und mal sagt sie dann nein. Was ist das? Das ist übel toxisch. Was passiert, wenn wir sie knuddeln wollen? Ja, und redet durch die Wand. Super. Oh mein Gott, sie will's nicht. Enger zusammen als süß. Sie ist absolut nicht ready, so ne. Aber sie gibt uns eine Rose. Hä? Keine mehr. Ich verstehe das hier nicht. Schnelle Wiedergutmachung. Zum Glück kann sie das. Kann sie mal nebenbei nochmal eine Kochbanane essen? Das ist doch alles bescheuert hier. Jetzt schippt sie hier Schnee. Ach, ich bin einfach nicht ready hier. Kann das alles nicht mehr. Wir haben Teller, die wir wegschmeißen können. Erstmal wühlen, wa? Wegen sehr schlechter Umgebung. Übertreib mal deine Lage, ey. Zerstörte Schwärmerei. Autsch. Ich muss los. Naja, wir sind ja eh gerade dabei, im Müll zu wühlen. Also, ihr und euer Abschlussball. Ich bin nicht mehr in der Schule. Es sind immerhin 70 Simoleons. Hallo, wir füttern dich. Die süße Bertha. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie ein Haus oder so. Warum kann das überhaupt schmutzig werden hier? Vielleicht sollte sie weiter singen üben, solange sie sich hier eigentlich ganz gut fühlt. Bertha hört ihr zu. Je besser sie wird, desto mehr Cash kriegt sie dann ja letztendlich, wenn sie das dann an einem öffentlichen Platz macht. Also es lohnt sich dann ja schon. Außerdem hat sie dabei Spaß. Ich habe immer das Gefühl, dass die Singfähigkeit ultra langsam steigt, ne? Wir haben gar keine Grundstückssachen, ne? So Merkmale und so. Vielleicht wollen wir uns mal hier so ein paar positive Sachen geben. Tolle Akustik. Ich weiß zwar nicht, ob das hilft beim Singen, aber we will try. Die guter Boden wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Ich wollte jetzt gerade Wundermünzen, aber ich weiß nicht, ob das... Ich meine, man könnte ja so sagen, letztendlich ist sie ja obdachlos. Dass das so von Leuten kommt, die ihr dann quasi so Kleingeld geben, auch wenn sie ja nicht bettelt oder so. Aber ist ja offensichtlich, dass sie obdachlos ist, so. Ich meine, das sind meistens so 2 Simoleons oder so. Es hilft uns jetzt nicht so krass, aber ich fand es witzig. Ich dachte, dass man die Mülldeponie auch hier machen könnte, weil das hätte uns schon geholfen. Aber leider geht das nicht.
dann spawnen da ja zum Beispiel so Kühlschränke oder so. Die können wir ja reparieren und dann verkaufen. Also das wäre schon cool gewesen, aber man kann es leider nicht auf dem Wohngrundstück machen. Der Rest ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Also es sind halt alles auch eigentlich negative Sachen, bis auf das Präriegras. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Wir lassen das mal so. Hi, girl. What up in the club? Verdorben, aber egal. Du isst das jetzt. Iss es. Wo kann ich das nicht ins Inventar tun? Ich finde das echt ein bisschen fies. Flancies. I love you. Ich kann die Sachen nicht ins Inventar tun. Dann tue ich sie in Müll. Müssen wir heute nochmal wühlen. Ja, ja, du stinkst. Passiert. Nicht wegwerfen. Wir brauchen den Müll. Hey, jetzt auf. Nein, du wühlst da jetzt nochmal drin. Das ist mir egal. Hör auf, es wegzuschmeißen. Wir können die ganze Zeit Teile plündern. Was ist denn da los? Wir abusen das, Martin, nicht so krass. Ja, sie geht erstmal joggen. Viel Spaß. Ist gar nicht kalt dafür. I can delete those flancies. Yes. Nein. And the Müll can go here. 345 Simoleons. Hör mal. Vor allem, ich will ja ein Haus und dann will ich ja später auch noch die YouTuber-Station haben. Die kostet auch so 3 Millionen Simoleons. Why? Ich meine, wenn wir die haben, dann können wir wenigstens ganz gut Cash machen, aber der Weg dahin dauert noch einen Moment. Also ich meine, wenn wir dann den Frühling haben und hier die ganzen Flancies wachsen und ich Sachen verkaufen kann, dann wird es ja auch schon mal einfacher, aber es ist trotzdem alles noch nicht ganz so einfach. Sie hat einfach schon wieder Hunger. Warum? Ist doch gemein. Die Dusche dreckig. Igittigit. Sophia muss los. Aber ich finde es sweet, dass die uns immer alle besuchen. Hello, wir füttern dich, my girl. Dann machen wir Früchtis. Was geht heute wieder schief? Oh mein Gott, girl. I'm so sorry. Ich kann nicht mehr. Hallo, löschen wir das? Oh mein Gott, lösch dich selber. Ich kauf den jetzt nicht neu. Ich kann da auch gar nichts mehr zu sagen. Im Inventar von Amaya wurden Ohrhörer abgelegt. 220! Letzi Fetzi. Wir besuchen jetzt die Bar da unten. Ich glaube, da haben wir noch nie gesungen, deswegen... Das ist jetzt der Moment. Eleanor Sullivan! Ah, yes. Ich hätte gerne... Hallo? Ich möchte Chips. Lassen Sie mich Chips holen. Bitte. Ich brauche Chips. Tag der neuen Fähigkeit. Dann steigt die Fähigkeit auch schneller. Das ist sehr, sehr gut. Sie ist auch inspiriert, was auch sehr gut ist. Wir haben eigentlich nur Vorteile. Danke. 10 Simoleons kriege ich mittlerweile. Sie macht hier irgendeinen Hype. Ich weiß ja auch nicht. Sie singt zwischendurch einfach irgendwelche Kinderlieder. Sehe ich an der Bar auf jeden Fall. Sie möchte mit mir auf dem Flohmarkt, aber ich weiß ja nicht. Level 6 der Singfähigkeit. Warum zählt das nicht? Ich cheat das jetzt, weil da steht immer eine neue Fähigkeit oder eine vorhandene. Yeah, 12 Simoleons. Wir kommen der Sache näher. Yay. Und wir kriegen da jedes Mal so ein bisschen Ruhm für, ne? Also ich meine, man sieht das jetzt ja nicht wirklich, aber wenn wir YouTuber werden, dann kann das schon mal helfen. Ja, danke. Danke. Danke euch allen. Dann sollte sie vielleicht auch mal pinkeln. Jetzt sagen wir, nutzen das jetzt noch weiter aus, dass wir hier sind und uns noch ganz gut fühlen. Außerdem nutzen wir den Fähigkeitstag aus, aber wir könnten auf jeden Fall noch ein Level steigen. Es fehlt nicht mehr so viel. Danke, Level 4 der Unternehmerfähigkeit. Oh, ihr seid so großzügig gerade, ne? Level 7. 14 Simoleons. Jetzt holen wir uns nochmal Chips. Und ich hätte gern nochmal Chips genommen, aber er möchte nicht. Du darfst nicht mit denen reden. Ja, ich glaube, sie war den ganzen Tag lange genug unterwegs. Als ob so ein Schneesturm ist. Spiel mal ein bisschen mit Bertha. Die juckt das auch einfach gar nicht, dass es so scheiß Wetter ist, ne? Ich wünschte, wir hätten hier noch einen Essensstand. Hier ist ja auch eine Mülltonne. Die ist ja noch viel näher. Good to know. Okay, sie schläft heute im Zelt. Ich meine, ich kann es auch nachvollziehen bei dem Wetter. Es war erfolgreich. Was, wenn wir uns kostenlose Dienste gönnen? Weil dann können wir uns regelmäßig Pizza und so einen Scheiß bestellen. Dann kann sie wenigstens vernünftige Sachen essen, ohne 1000 Millionen Simoleons auszugeben. Hier, schauen Sie. Hier, dann bestellen wir uns heute mal ein Sandwich. Warum kostet das jetzt trotzdem was? Hä, warum kostet das jetzt trotzdem was? Ich dachte, Mann, das kostet jetzt nichts. Wir bestellen uns jetzt trotzdem ein Sandwich. Jawohl. Danke sehr. Dann nehmen wir mal die Lieferung an. Mahlzeit essen. Wir haben jetzt, glaube ich, doch nichts bezahlt, ne? Vielleicht wird das nur so komisch angezeigt. Wir dürfen nicht miteinander reden. Du bist erwachsen. Lecki, was Vernünftiges zu essen. Ich meine, letztendlich können wir daraus ja dann sogar ein bisschen Geld machen. Dadurch, dass wir dann ja den Teller wegwerfen können. Ist ja ein Traum. Und auch diese Flancy kommt weg. Sind zwar immer nur 5 Simoleons, aber haben oder nicht haben. Ich meine, wenn man eigentlich nichts hat, da freut man sich darüber. Dann wühlen wir wieder.
So, Teile plündern. So, wir haben kostenlos Essen bestellt und kriegen dafür 50 Simoleons quasi. Also es ist schon nice. Und um in unserem Bestreben weiterzukommen, müssen wir trainieren. Sie wünscht es sich gerade auch hier. Also eigentlich haben wir nichts zu verlieren. Hier, gönn dir mal an so einem Trainingsgerät. Stark sein kann ja nicht schaden. Let's go, Girl! Süß! Ich meine, same. Oh, ein Teenager ist das. Dachte gerade schon, mit dem dürfen wir nicht reden, aber doch. Ausnahmsweise dürfen wir mit ihm reden. Aber von beiden ist der erste Eindruck ein bisschen kacki. Ja, an die Grenzen gehen, ne, Girl? Aber er kommt trotzdem immer wieder hier hin. Yeah! Level 4 der Fitnessfähigkeit, eine Stunde an die Grenzen gehen, wenn energiegeladen. Zwei Fitnessgeräte besitzen. Ja, das ist ein bisschen schwierig erstmal. Aber den Rest könnte man grundsätzlich hinbekommen. Warum tretet ihr in meine Konversation hier ein? Ich darf nur mit ihm reden. Also, sie fühlt sich gut. Sich fit fühlen, weil fitter geworden ist. Ja, dann gönn dir noch mehr. Man sollte zwar eigentlich nicht so übertreiben, aber wir haben eh nichts Besseres zu tun. Unbekannter Anrufer. Das Lösegeld wurde hinterlegt. Entschuldigung? Wer bist du? So, jetzt fühlt sie sich schlecht. Das ist in Ordnung. Dann soll sie mal bitte duschen. Dann kann sie sich hier... Und ich habe gesagt, ich hätte mir jetzt hier einen Snack gekauft, aber es kostet ja auch Geld. Zu Hause hätten wir theoretisch mehr davon. Dann machen wir vielleicht das. Rechnungen. 95, das geht aber. Eine Fleischersatzbowl. Aber theoretisch könnte man dann nicht auch gucken, was es bei dem täglichen Lebensmittellieferdienst gibt. Und schauen, ob wir was finden, was wir vielleicht anpflanzen können im Winter. Frage für mich. I mean, we can try. Selbst wenn es letztendlich dann Geld kosten würde, wäre es meiner Meinung nach nicht schlimm, wenn wir es dann auch nutzen können. Wir sollten es zumindest versuchen, würde ich sagen. Oh, guck mal, es ist dieselbe Frau. Sie so, warum bestellst du immer? Dann bezahlt sie noch nicht mal Geld. Ja, hör mal. Nom nom. Wir gönnen uns richtig. Hör auf, mit der Frau zu reden. Lecky. Let's try. Hier, Kartoffeln. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man die im Winter anbauen kann, dass die dann wachsen. Der Rest glaube ich nicht. Aber ich habe jetzt zwei Kartoffeln. Wenn ich dafür zahlen muss, ist das okay. Da kommt unsere Lieferung. So, dann nehmen wir die Lieferung natürlich an. Dann packen wir das Ganze aus. Jetzt muss sie sich nur gut genug fühlen, ne? Es ist zu kalt zum Pflanzen. Ich lasse sie da erstmal liegen. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass die jetzt an sich wachsen würden. Ist halt die Frage, kann man... Weil guck hier, Jahreszeit im Winter. Muss sie jetzt halt nur noch anpflanzen können irgendwie. This is the question. Also es hat jetzt auch nichts gekostet. Das ist gut zu wissen. Da war ein Blafi drin. Den können wir diesmal verkaufen. Weil einer reicht. Jetzt schmeißt sie das schon wieder von sich aus weg. Du cheatest, Girl. Hier Inventar platzieren. 190. Ich meine, Donnerstag bringt es vielleicht nicht mehr so viel. Aber da ist es zumindest nur bewölkt. Dann könnte man es einpflanzen. Aber ich glaube, dann bringt das auch nichts mehr. Ich meine, ich könnte die Kartoffeln natürlich jetzt auch so verkaufen und so quasi Cash machen, indem ich halt diese ganzen Sachen immer kostenlos mir hole und dann verkaufe. Aber wir wollen jetzt die Sache auch nicht zu einfach machen. Deswegen habe ich mir ja auch verboten, in den großen Containern zu wühlen. Aber bis Part 10 ist auf jeden Fall ja Frühling und so. Deswegen würde ich schon behaupten, dass es möglich ist, dass wir so bis Part 10 dann endlich mal unser erstes eigenes Haus haben. Wir haben jetzt nämlich schon die Hälfte. 5000. Nein, aber es läuft ja jetzt gerade ganz gut. Wir müssen nicht mehr für Essen zahlen. Können daraus Cash machen mit den Tellern. Also eigentlich ist es optimal. Bestellen wir mal das hier. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber es sieht lecker aus. Guck mal, es kommt immer dieselbe Frau. Irgendwie ist das süß. Wir dürfen nicht mit dir reden. Stopp. Elaine ruft an. Welcher kleine Fratz denkt sie, wir haben ein Kind bekommen? Ich glaube nicht. Ich meine, wir dürfen da nicht rangehen, aber mich interessiert halt immer, was sie labert. Warum denkt die, dass wir ein Kind haben? Also... Wir bekommen kein Kind, oder? Also, ich hatte eigentlich kein Techtelmechtel oder so, aber ich habe Angst. Okay, ist alles gut. Das wäre es jetzt auch noch. Stell dir vor, wir müssen uns hier um ein Kind kümmern. Das wäre auch ein bisschen too much gewesen, du. Wir laden Luna mal ein und gehen dann ins Café. Wir können uns entschuldigen. Dann sagen wir wie immer, oh, du bist so hübsch. Weil das findet sie immer toll. Aber mehr will sie dann oft nicht. Den Anmachspruch fand sie auch ganz nice. Flirten wir mal. Also jetzt gerade geht sie ganz gut ein darauf. Ah, das fand sie wieder nicht so gut. Keine mehr. Wir können nach romantischem Interesse fragen. Ich meine, eigentlich wissen wir das ja schon, aber sie ist sich natürlich unsicher, ne? Weil sie gibt halt echt mixed feelings. Das Schicksal weiß Bescheid. Wenn du also nicht mein Schicksal bist, ist mein romantisches Leben nicht wirklich relevant für dich. Hey, Girl, warum bist du jetzt so sauer? I don't get it. Mal findet sie es ganz toll, dann wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Sie ist sich, glaube ich, selber absolut unsicher. Ich will doch nur, dass sie hier eine happy relationship haben.
Mal gerade Happy Family sagen, aber wie gesagt, ich möchte kein Kind. Okay, Girl. Was, wenn wir jetzt einfach mal so ganz öffentlich sagen, okay? Ich liebe dich echt hardcore. Nein, stopp. Ich möchte jetzt meine Liebe in der Öffentlichkeit gestehen. Weil ich glaube, Amaya ist ja wie gesagt sehr adrenalinjagend. Ich glaube, die wird jetzt auch einfach mal alles oder nichts gehen. Ich meine, sie hat ja immer noch Jeremy ansonsten halt als Interesse, sage ich mal. Wohin geht sie? Sie verpisst sich einfach. Also für die Story finde ich das schon echt ein bisschen fies, ja. Aber das bestätigt wieder, sie geht immer, wenn es so ein bisschen mehr zur Sache geht mit den beiden. Was soll uns das sagen? Also ich finde es schon ein bisschen toxisch. So, sie singt jetzt hier. Ich werde komplett ignoriert hier, weil hier schon wieder ein Star ist. Das ist einfach nur fies. Morgen gibt's Geschenke. Morgen ist tatsächlich Winterfest. Vielleicht schenkt uns Väterchen Frost ja was Schönes. Sie hat sich hier auch ganz offiziell in Luna verliebt als Meilenstein. Also, sie hat auf jeden Fall Interesse. Ist halt schwierig, wenn die andere Person immer abblockt, ne? Aber ich lieb's halt ein bisschen für den Spice. Ich sag, wie es ist. Sergio, ich möchte nicht mit dir auf den Geekorn. Ich würde gern mit lebenden Leuten abhängen, wenn dann. Ey, Don! Danke, Mann! Und dann bestellt sie sich einfach mal Cannoli. Das hat sie sich jetzt auch mal verdient. Ich meine, wenn wir sonst meistens schon nicht mehr für Essen bezahlen müssen, dann können wir uns hier mal was gönnen. Ja, dann kann sie weiter singen, ne? Danke! Ich meine, Freitag ist ja auch wieder dieser Talentwettbewerb. Der ist natürlich auch interessant, ne? Das könnte halt voll was für uns sein. Müssen wir halt aber bezahlen dafür, dass wir dann da hinreisen. Aber wenn ich dran denke, könnten wir ja hingehen. Es könnte sehr vorteilhaft für sie ausfallen, weil wenn sie da gewinnt, kriegt sie ja, glaube ich, auch eine Belohnung. And we love the Belohnung. Ich meine, alles hilft irgendwie, ne? Und wenn es letztendlich nur ist, dass sie ein bisschen bekannter wird, sage ich mal, oder nur ihre Fähigkeiten erhöht. Danke für all euer Geld. Ihr seid zu großzügig, wirklich. Es wird einfach immer besser. Level 5 der Unternehmerfähigkeit. Pop off, Girl. Sims mit diesem Merkmal erhalten eine höhere Bezahlung und andere Sims, mit denen sie plaudern, reagieren positiver. Mal gucken, ob das beim Singen auch gilt. Ob sie jetzt mehr Cash kriegt. Also wenn das stimmt, wäre es natürlich cool. Aber ergibt natürlich Sinn, wenn sie ständig halt auf der Straße steht und eben damit ihr Geld verdient. Dann klar, dass sie sich dann auch quasi Tipps ranholt. Also halt versteht, wann Leute vielleicht mehr geben oder eher bereit sind, etwas zu zahlen etc. Also finde ich es eigentlich ganz passend. Hier liegen überall Tablets. Kann ich die klauen? Ne, es sind immer noch 14 Simoleons. Schade. Vielleicht liest sie mal ein bisschen. Auf dem Tablet. Von irgendwem random. Ich fände es schon ein bisschen witzig, wenn sie das einfach klauen könnte. Aber dafür muss sie, glaube ich, Kleptomanin sein. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Dann gehen wir nach Haus und bestellen mir was zu futtern. Du hast heute gut gearbeitet. Dann bestellen wir Food. Kann dir mal eine Pizza kaufen. Lohnt sich zwar gar nicht. Aber eine Käsepizza gönnt man sich. Ja, der sieht ganz gut aus, wa? Aber ist halt ein Erwachsener. Pizzi, yummy. Was? Warum kämpfen die hier? So. Ab. Und wühlen. Es ist ein bisschen eintönig zwischendurch. Aber es muss sein. Es gibt echt ganz gut Geld. Und wenn wir hier irgendwann mal ein Haus haben wollen, ist es halt einfach nötig. Ich meine, wenn wir dann ein Haus haben, dann könnte es ja auch ein bisschen abwechslungsreicher werden. Deswegen, letztendlich tun wir das für mehr Abwechslung. 200 Simoleons! Sie hat heute wirklich gutes Cash gemacht. Kann er ja vielleicht einfach gefressen werden, das wäre ein bisschen witzig. Wir können sie auch erst morgen füttern. Also es wäre ein bisschen witzig, wenn jetzt irgendjemand einfach random von der Kuhpflanze gefressen wird. Hat jemand Bock? Nee, leider hat keiner Lust. Schadi. Wir können halt von den Sachen auch nur Väterchen Frost irgendwie machen, ne? Eigentlich dürfen wir mit dem auch nicht interagieren, aber das ist ja besonders. Weil wir ja eigentlich nicht mit Erwachsenen interagieren sollen. Aber es ist Väterchen Frost. Wir wollen unser Geschenk. Das Klo ist kaputt. Aber letztendlich ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn Sachen auch mal kaputt gehen. Weil wenn wir die reparieren, kriegen wir Müllhaufen und wieder Ersatzteile, die wir dann kaufen können. Also es hat auch alles seine Vorteile. Ja, ich weiß, es ist ein verdorbenes Stück und du beschwerst dich darüber, aber Dinge passieren. Luna ruft an. Das ist aber, glaube ich, ein Strangerville. Egal, wir gehen hin. Ich möchte nicht das Geheimnis von Strangerville lösen, danke. So, wir ziehen mal direkt diese Simoleons ab. So, zack. Aber das Date, darum kümmern wir uns dann im nächsten Part erst. Dad, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also hier werden noch ganz viele Dinge passieren. Ich bin gespannt, wie es mit Luna weitergeht, weil wird das hier so bleiben oder nicht? Es ist schwierig.
aber ich lieb's auch. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!